Im War Journal zeigen wir dir eine von vielen Möglichkeiten, wie du deinen Gegner effektiv besiegen kannst. Auf dem Server von Global 2.0 oder bei mir auf Facebook, YouTube oder Twitch kannst du ebenfalls weitere Kämpfe mit anderen Setups sehen, um deinen Spielstil zu verbessern. Die Angaben zu T4, ISO 8 haben wir von den Number Crunchern Wolvethor, Punk und Yeti übernommen. Bitte denkt dran, alle hier in den Videos gezeigten Kämpfe spiegeln lediglich unsere persönlichen Erfahrungen wider und können sich mit Updates des Spiels verändern. Unsere Waffenkammer und der Hangar sind aktiv. Bei unserem Gegner ist die Krankenstation und die Kaserne noch vorhanden. Der Raum, in dem wir uns befinden, ist wahrscheinlich die Brücke, denn wir haben einen Konter-Buff auf dem Gegner. Zusätzlich wurde der Gegner von einem Spieler verstärkt. Wir spielen ein 447k starkes Inhuman-Team gegen ein 422k starkes Hydra-Team mit Baron Zemo. Besonderheiten und Hinweise: Charaktere, die von Black Bolt getötet werden, können nicht wiederbelebt werden. Black Bolt greift einen Feind an und fügt ihm 200% Schaden zu, wenn seine Lebenspunkte unter 25% sinken. Er fügt diesem Feind 400% Schaden zu, wenn es sich bei ihm um einen Schurken-Technikcharakter handelt. Black Bolt wendet bei der Beschwörung eines Feindes Zerrüttet an und entfernt 3 positive Effekte vom Beschwörer. Wenn Jojo keinen Beschützerverbündeten hat, wendet sie während der Runde eines Feindes Minus-Offensive auf diesen Feind an. Diese Fähigkeit kann nicht ausgewichen werden. Sie erhält außerdem eine Chance von 50% während der eigenen Runde Ausweichen zu erhalten. Jojo wendet beim Erscheinen auf sich selbst und alle Shield- oder Inhuman-Verbündeten, die keine Schergen sind, plus Defensive an. Jojo wendet auf einen Shield- oder Inhuman-Verbündeten, der kein Scherge ist, plus Defensive an, wenn die LP dieses Verbündeten unter 50% sinkt. Red Skull erhält in der Kriegsverteidigung pro Hydra-Minion plus 25% Schadensreduktion. Bei 4 Hydra-Minions erhält Red Skull keinen Schaden mehr. Red Skull startet den Kampf mit 8 Aufladungen. Stirbt einer seiner Diener, wird dieser wiederbelebt und Red Skull verliert eine Aufladung. Jeder Minion hat unterschiedliche passive Verstärkungsfähigkeiten, wenn dieser stirbt. Kill Order: Zemo, dann die Minions. Wichtig: Euer Black Bolt sollte am besten Gear 13 oder höher und mindestens 5 rote Sterne oder mehr haben. Strategie: Sobald es uns möglich ist, setzen wir mit der Ultimate von Karnak Zerrütten auf Zemo und entfernen seine positiven Effekte. Wir verteilen mit der Basic von Quake auf so vielen Gegnern wie möglich Slow. Mit der Special von Black Bolt zerfetzen wir Zemo. Die Ultimate von Jojo hilft uns, wichtige Energie für andere Fähigkeiten zu bekommen, denn jeder Inhuman erhält 1 Energie nach diesem Angriff. Crystals Ultimate betäubt alle gegnerischen beschworenen Diener und verursacht nebenbei noch ordentlich Schaden. Viel Erfolg, Commander!
So Leute, das war's für heute. Wenn ihr noch mehr Videos dieser Art sehen wollt, klickt auf Liken, Folgen und Teilen. Hinterlasst mir gern Fragen oder Wünsche in den Kommentaren. Bis dahin, euer Ron.